Gäste. Wenn ich Sie einen Moment um Ihre ungeschätzte Aufmerksamkeit bitten darf. Die Pressekonferenz anlässlich des Regionalligaspiels SC Pfullendorf gegen FC Memmingen am Freitag, den 13. Mai, Endstand 2:0. Sicherlich ein interessantes Fußballspiel, welches unter anderen Voraussetzungen, wenn es vielleicht 10 oder 15 Spieltage früher hätte stattfinden können, auch 1000 Zuschauer mehr hätte verdient. Ein interessanter Rahmen, ein schönes Wetter, ein wunderschönes Fußball. Die Pressekonferenz, ich darf begrüßen zu meiner Rechten Herrn Esat Karic, Trainer des FC Memmingen, und links von mir Helgi Kolfetson. Herr Karic, ich darf Sie um Ihr Statement bitten. Guten Abend. Erstens gratuliere für den Sieg, verdienten Sieg. Zum Situation zu uns, das ist wirklich aus unserer Sicht eine unangenehme Situation. Ich habe als Trainer erstes Mal erlebt in meiner Laufbahn, 5 Niederlagen hintereinander zu erleben. Heute ist passiert, sage ich jetzt, nach der ersten Halbzeit. Ich habe gedacht, das ist schon machbar, hier mindestens einen Punkt mitzunehmen, weil ich denke, klare Chance, erste Halbzeit, das war auf unserer Seite, wo hat Ralf überragende Reaktion gezeigt, Stellungsspiel. Bei dem Flanke, bei dem Rauslaufen hat immer richtig, goldrichtig gestanden, und wir waren auch nicht in Lage, aus unserer guten Möglichkeit, sage ich jetzt einfach so, ein 1-0 oder 2-0 zu machen. Die Pfullendorfer hat mehr von Spielanteilen gehabt, hat ganz gut Ball laufen lassen, aber ich denke, erste Halbzeit, es war weniger gefährliche Szene in unserem Strafraum. Nur momentan bei uns passieren die Sache oder die leichte Tore fallen, sage ich jetzt. Wir haben leichte Ballverlust gehabt, ich glaube 80 Meter von unserem eigenen Tor, und es war eine sehr gute Kontersituation, wo hat Nummer 7, ich glaube, hat 1-0 gemacht, oder 8, ja genau, und, läuft mit Ball, glaube über 60 Meter fast im Strafraum. Und keine greift ihn an von uns, wo eigentlich war komplette Viererkette in Besetzung nach hinten, und lässt ihm einfach diese überragende oder wunderbare Tor zu erzielen. Ja. Dann 2-0, ich denke, das ist wie oft im Sport Glückssache oder Zufallprodukt. Abgebürstet war nach der Standardsituation, wo hat auch dafür geführt, dass wir haben auch wieder Ballverlust gehabt in Mittelkreis, unnötige Passspiel von unerfahrenen Spielern, sage ich jetzt, mit 4 Einsätzen in der Regionalliga von außen nach innen, und das haben wir dann diese Freistoß bekommen, berechtigt, aber wie ist die dann zum Stande gekommen, diese 2-0, wie habe ich schon erläutert, das ist ja Glückssache und Zufall, ja, dann hat sich Pfullendorf nach hinten fallen lassen, es hat optisch gut ausgeschaut aus unserer Sicht, aber wir haben bloß aus der Standardsituation eine oder andere gefährliche Szene gehabt, aber sonst, das habe ich schon zur Mannschaft gesagt, das ist genau in die Karte gelaufen, diese Spielweise, die Kontersituation, das haben wir gesehen, umschalten von SC nach dem unsere Ballverlust, wir haben auch nicht mehr Kraft gehabt, nach hinten schnell umschalten, weil es hat auch viel gekostet, in eigene Ballbesitz oder Bemühungen mindestens Anschlusstor zu machen. Aber sagen wir, in dieser Phase sicherlich ein bisschen glücklich ausgeschaut oder Glück gehabt auf unserer Seite mit diesem Pfostenschuss, mit den Situationen. Ich glaube, es war mehrmals Gleichzahl oder Unterzahl aus unserer Sicht, und hätte Ergebnis wahrscheinlich noch höher ausgeschaut. Positiv kann ich auch sagen, wir haben nach dem oder letzten 5 Spiele erstes Mal über Halbzeit 2:0 gespielt. Da muss ich auch so als Trainer sehen, und da muss ich versuchen, die Mannschaft auch aufbauen für die kommenden nächsten 2 Spiele, weil es ist sicherlich nicht einfache Sache. Wir haben eine überragende Saison bis jetzt gespielt. Auch für unsere Verhältnisse darf man auch nicht vergessen. Und wie habe ich gesagt,
momentan Erfolge oder Misserfolge sind sicherlich nicht schön oder nicht gut. Trotzdem wünsche ich Helgi schöne Zeit, ja, noch ein paar Wochen hier. Meine im Verein, du wechselst zum Austria und wünsche dir von meiner Seite nochmal viel, viel Glück, viel Erfolg. Ja, ich wünsche dir wirklich, dass du machst deinen Weg. Und ja, das haben wir schon gesprochen vor dem Spiel, man braucht auch Glück auf Seite und zum SC. Sicherlich hoffe ich, dass das bei euch klappt auch mit dem die Geschichte, was steht manchmal in Öffentlichkeit oder beziehungsweise Presse, dass wir treffen uns nächstes Jahr, spielen wir wieder Derbyspiel. Das war toll in Memmingen, wir haben damals gewonnen. Heute war auch schön, wunderbare Wetter, Freitagabend, Fokus auch nächstes Jahr, das spielen wir wieder zusammen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Karic, für das ausführliche, tolle Statement. Helgi? Ja, ich sage auch danke, Esat, für die Glückwünsche. Kommen wir nur kurz zum Spiel, wir lassen nicht so lange aufhalten. Wir wollen ein bisschen feiern heute. Und dafür haben wir einfach, was ich meine Mannschaft vorgegeben habe vor dem Spiel, wir wollen viel im Ballbesitz sein und das haben wir auch gemacht teilweise in der ersten Halbzeit. Das, was gefehlt hat, war letztlich der finale Pass, der letzte Pass. Wir haben relativ oft den Abseits und da einfach geduldiger sein. Und wirklich die Flanken, wo wir in die Flankensituationen reingekommen sind, haben wir nicht vor dem Tor gebracht. Und die, wo wir gekommen sind, da waren wir schlecht gestaffelt in der Mitte, dass wir eigentlich ja, groß keine Gefahr vor dem Memminger Tor gemacht haben, außer dass Christian Jeske auf einem hat eine gute Aktion, wo er ein bisschen einmal zu früh abgeschlossen hat, da hätte er noch weitergehen können und dann gab es ein paar Minuten später eine andere Situation, da hätte er gleich abschließen müssen, da ist er zu weit gegangen und das war einfach das, was wir umstellen wollten in der zweiten Halbzeit, auch wirklich mit dem finalen Pass und da Altmaier hat es absolut verstanden, er hat dann einfach reingedonnert, ein wunderbares Tor, gutes Tempo-Dribbling. Und nach dem 2-0 sind wir auch ein bisschen nachgelassen und was man immer auch wieder gesehen hat, dass der Memminger sehr stark sind in Standardsituationen, sind sie brandgefährlich und da habe ich so öfters gesehen und da ist immer gefährlich, hat mir so ein 2-0, das 3-0 lag in der Luft, hätte Nico das Tor wirklich gekönnt jetzt. Und sein Spiel hier zu Hause, das 3-0 zu machen oder vor allem das Tor für Nico selber zu machen, ist nicht geworden. Und die letzten Minuten ging es weniger um Fußball, da ging es mehr um Emotionen von meiner Seite aus und von Ralf auch, muss man sagen. Einer, wo so eine Saison und so viele Jahre hier im Verein war, da eigentlich hat der Fußball für mich nicht die große Rolle gespielt. Vielen Dank, Helgi, für dein Statement. Fragen der Presse? In dem Fall vielleicht an Sie, Herr Dengler. Wer sitzt denn hier an Helges Platz am 1. Augustwochenende? Das weiß ich nicht. Es sind diesbezüglich noch keine Entscheidungen gefallen. Die Vorstandschaft ist derzeit dabei, den Nachfolger von Helgi auszusuchen. Das wird die Presse und die Öffentlichkeit so bald wie möglich und so früh wie nötig erfahren. Weitere Fragen? Ja, dann wünsche ich dem FC Memmingen für die beiden letzten Spiele noch alles Gute. Ich möchte auch hier nochmal klar festhalten, dass es eine tolle Leistung ist, eines Aufsteigers so früh mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Das ist eine tolle Geschichte und wir dürfen auch davon ausgehen, dass wir uns in der nächsten Saison für zwei Derbys wieder treffen, einmal in Memmingen und einmal in Pfullendorf. Vielen herzlichen Dank, eine gute Heimreise euch nach Memmingen und den Anwesenden ein wunderschönes Wochenende. Dankeschön.